Nein, Alter. Oh mein Gott. Hals, Maul. Damals war ich halt schlimmer. Ich will nicht mehr. Falls ich heute neben der Spur schwimme und überhaupt nicht anwesend bin, ich bin gerade 2,5 Stunden von Deutschland Sassnitz bis nach Schweden rübergefahren und ich hasse Boote, beziehungsweise mir wird super, super schlecht und deswegen bin ich jetzt noch komplett im Matsch im Kopf. Sorry dafür. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer... Da fangt schon an. 9 von Temptation Island, irgendwo im Süden von Kroatien, glaube ich. Ja, kotzübel wird's einem auch, wenn man sich die Szenen von Mu und Josh anschaut. Heute bekommen die Männer ihre Einzellagerfeuer und ihr könnt gespannt sein, ob sie sich danach vielleicht reflektieren und ändern oder ob sie weiterhin die Fremdgeschiene fahren. Deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Ja, hat er mich jetzt vergessen? Ist auf jeden Fall ein scheiß Gefühl. Digga, ich hab sein Die gespürt. Das hat sie nicht verdient. Das war noch eine Szene aus der letzten Folge. Den Frauen wurden die Szenen von ihren Jungs gezeigt und es war eigentlich für alle Leute offensichtlich, was da passiert ist. Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. Aber irgendwie haben die Frauen ihren Typen dann doch wieder verziehen, sozusagen. Der einzige Mensch, dem ich was beweisen muss, ist... Richtig. Ja, Josh, wir werden heute sehen, wie du reagierst. Und die einzigen, die in dieser Staffel zerstört werden, sind die Frauen. Das Ding ist, guck mal, du vergleichst ja auch deine Freunde. Ja? Mir vorstellen könnte, vielleicht mit einer anderen Frau was zu haben, dann müsste ich erst mal gucken, ob ich bereit wäre, Laura dagegen einzutauschen. Ich verstehe, dass sie komplett lost ist, dass sie überhaupt nicht versteht, wieso er das sagt, aber ja, er hat irgendwo auch recht, klar muss man vergleichen, um sich zu entscheiden. Aber man muss doch nicht mal vergleichen, wenn man in einer standhaften Beziehung ist. Klar, interessiert es einen schon auch mal von anderen Frauen zu hören, was sie so mögen. Vor allem über Sexthemen. Aber, das muss man in der Staffel dazu sagen, Phil redet halt nur darüber und wenn wir mal wieder zu unserem kleinen Joshi schwenken, der Typ trockenrammelt alles, was nicht festgenagelt ist. Also er setzt das Ganze auch in die Tat um. Also das war nach dem Club, über dem Club war ein Parkhaus und da sind wir da hingegangen. Das war schon wild. Ja, Laura hat letztes Mal so einen Penisring gekauft. Ja, Phil redet über gewisse Dinge. Im Endeffekt ist es, würde ich jetzt mal sagen, mehr lustig als schlimm. Das sehen ja auch die anderen Frauen so. Meine Mutter zieht sich das rein, so. Ja gut, da ist die Teilnahme an so einem Fremdgeh-Format schon Scham genug. Gerade könnte ich wirklich einfach ausflippen. Also ich bin gerade wirklich richtig, richtig sauer. Also wenn er gerade vor mir stehen würde, würde ich echt, ich würde ihn anschreien, ne? Also Nasrin verteidigt das Fremdgehen ihres Typen und Laura findet es ja so schlimm, dass er über gewisse Themen redet. Und wir haben halt auch nicht gesagt, dass wir so viel hier über sexuelle Themen reden. Also es muss schon echt überhaupt nicht sein. Es scheint ihm egal zu sein. Ich weiß nicht genau, was in seinem Kopf vorgeht. Und was wir nicht wissen, in diesen Interviews, da werden natürlich auch gezielt Fragen gestellt. Und diese Fragen führen halt dazu, dass man gewisse Dinge dann ausspricht. Und wenn er auch ein bisschen betrunken war, dann hat er halt ein bisschen offener darüber geredet. Aber von sich selbst ist es, glaube ich, nicht gekommen. In der Männervilla ist aber von Reue keine Spur. Ja, nee, ich meine, Hauptsache, er sieht geil aus für seine Verführerin, für die Neue. Meine Haare sind halb fertig. Ja, wie schaut denn das aus? Das wird ihm aber gleich egal sein, denn jetzt erleben die Jungs was ganz, ganz Schlimmes. Sie bekommen die schlimmsten Szenen zu Gesicht. Wir sehen uns deshalb heute Abend zum Einzellagerfeuer. Einzellagerfeuer, Alter, was ist denn das? Oh nein, Einzellagerfeuer. Die Jungs sind so überrascht, als würden sie gleich ihre eigenen Szenen zu sehen bekommen, wo sie halt offensichtlich echt schlimm sind. Aber warum Einzellagerfeuer? Wie, was bedeutet das? Ihr seid alleine. Wir sehen die Bilder von unseren Frauen, aber nur alleine. Genau, nur alleine bedeutet einzeln. Jetzt sollte es aber auch die allerletzte Gehirnzelle verstanden haben. Ich bin auf die Welt gekommen und ich stand schon auf Frauen. Ich fand die immer geil, so egal wie alt ich war. Der Typ ist not amused, genauso auch Laura. Sie denkt immer noch über ihren Phil. Hey Laura. Ich verstehe es nicht, juckt ihn nicht. In Folge Nummer 5, glaube ich, war das. Da war Phil ein bisschen angetrunken. Da war sie auch schon extrem enttäuscht von ihm. Ja, und jetzt hat er auch noch über gewisse Themen geredet. Ich leide total mit der Laura. Ich leide generell mit allen Mädels, die Bilder bekommen. Außer mit sich selbst. Da leidet sie irgendwie nicht. Sie vergibt ihm ja ständig immer wieder.
Aber er weiß einfach nicht mehr, was er von sich gibt. Wir sind ihm mit einer ganz anderen Intention reingegangen. Naja, es ist im Endeffekt ein Treue-Test mit einer großen Temptation. Und apropos Temptation. Aber ich glaube, das wird. Temptation. Oh mein Gott. Das ist Liebe. Ja, das ist toll, das machst du super. In der Staffel passiert einfach so viel, dass die Frauen nicht nur normale Lagerfeuer haben, sondern halt auch jeden Tag mehrere Temptation-Sounds kommen, wo sie dann kleine Snippets sehen. Wir wissen, dass an dem Abend nur gekuschelt wurde, aber sie weiß jetzt halt nicht, was mehr passiert ist auf dem Sofa. Dann soll er doch zu ihr hingehen, wenn er sie so geil findet. Keine Ahnung. Nein. Ich kann es nicht verstehen, wie Mo ihr das antun kann. Da liegen mit einer anderen Frau. Ich glaube, dass es bei Mo so ist, wie bei vergangenen Fremdgehern in vergangenen Staffeln, dass er halt nur an sich denkt. Ich glaube, das hat Alex damals auch zugegeben, dass er wirklich nur egoistisch gehandelt hat und nach seinen Gefühlen gespielt hat. Ich habe keinen Bock mehr. Ehrlich. Ich will nicht mehr. Ach, sie hat keinen Bock, aber ich glaube, sie verzeiht ihm. Morgen ist sie wieder happy drauf und wird sagen, ja, es ist aber so und es ist alles okay. Ich frage mich, ob sie überhaupt an mich denkt, wenn man da mit einer anderen einschläft. Ist mal ganz ehrlich. Scheinbar nicht, ja. Nee, der Typ denkt maximal eine Stunde in die Zukunft und die Stunde lautet jetzt Temptation Island Lagerfeuer. Du bist jetzt alleine. Du kannst dich nach links gucken, nach rechts gucken. Du bist komplett auf dich alleine angestellt. Was er machen könnte, ist, seine Verführerin Sandra mitzunehmen. So wie sie in der Folge aussieht, kommen sie ja immer näher zusammen und vielleicht werden sie in Zukunft auch ein Paar sein. Nicht ein einziges Mal vergesse ich sie und nicht ein einziges Mal kommt es irgendwie für mich in Betracht, dass ich da jetzt irgendwie rumswitchen würde oder sie bescheißen würde. So, das ist einfach ganz, ganz klar, das habe ich hier nochmal gemerkt. Hat Josh gerade über seine Ex-Beziehung mit Nasrin geredet oder über seine Beziehung mit der neuen? Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass er mit der neuen zusammenkommt und vielleicht in 2 Jahren auch wieder auf Temptation Island vorbeitanzt. Insofern gehe ich mit einem starken Gefühl in dieses Lagerfeuer. Ja, stark, weil er jetzt vielleicht dann sie beschuldigen möchte. Oh, shit. Oh, ich hab Gänsehaut. Heil, oder? Neu verliebt. Von daher, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, dass sie Spaß hat, dass sie aus sich rausgekommen ist und dass sie das Ganze auch so macht wie ich. So macht wie er. Glaubt ihr, er würde ausrasten, wenn er Szenen von ihr zu sehen bekommen würde, wo sie mit einem Typen kuschelt? Ich glaube nämlich schon. Alles auf eine gewisse, ja, Freundschaftsbasis da, wo halt keine falschen Gedanken im Spiel sind. Ich blende euch nochmal ein, die Blicke seiner Ex-Affäre und jetzt seiner offiziellen neuen Affäre. So, die wissen, was abgeht. Sie wissen, dass der Typ nur rein will in den Hafen. So, wenn es halt für ihn nicht wichtig ist, ist es für ihn halt nicht wichtig. Wenn er halt dann keinen Bock hat, dann geht er halt einfach so zum Beispiel ans Handy oder so und hört dann halt einem immer nicht richtig zu. Mu hat also mehrere Baustellen. Einmal die ganzen Affäre-Geschichten, die Küsse im Club, was auch immer da alles passiert ist. Und das zweite ist, dass er mit seiner Freundin nicht wirklich kommuniziert. Aber er ist sich sicher, er wird dran arbeiten. Er wird der beste Ehemann. Dadurch, dass ich jetzt auch die Zeit hatte, ohne Handy, ohne Freunde, wirklich, ich war nur auf mich alleine gestellt hier, hat mich sehr, sehr weitergemacht. Auch im Kopf. Auch im Kopf, sowie auch in der Hose. Das zeigt sich daran, dass er mit der neuen Verführerin Sandra stundenlang reden kann. Er kann über alles mit ihr reden, aber mit seiner Vivian kann er das nicht. Finde den Fehler. Meine Freundin ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn sie ein Problem hat, sollte man die Bedürfnisse dann nicht des anderen vielleicht ernst nehmen und respektieren? Sollte, mi. Mu ist anscheinend mit seinem Kopf immer ganz woanders. Und naja, dieses Woanders sind in dem Fall Frauen. Klar, definitiv muss man das respektieren. Aber? Aber Lola weiß, was abgeht. Sie will es nur nicht ganz offensichtlich sagen. Ich kann nur dazu sagen, dass ich demnächst das auch das Ganze mehr ernst nehme. Ach, das hat er wahrscheinlich nach der letzten Affäre und nach dem Knutschen im Club auch gesagt, dass er sich ja bessern wird. Gibst du was du aus deiner Vergangenheit gerne ändern würdest? Dieses alleine rausgehen, dieses Trinken. Beide dieser Sachen wurden bei Temptation Island getestet und beides hat er getan. Angesoffen und immer mit fremden Frauen. Womit rechnest du, wenn ihr euch wieder seht? Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr emotional. Wahrscheinlich eher negativ, aber jetzt ist er endlich fertig mit der Anhörung. Danke. Geredet wie ein Löwe. Er hat sehr gut geredet. Ja, er hat frei gesprochen, er hat schöne Bilder verwendet und er hat sich nicht wiederholt. Tamo,
Und ich würde für diese Frau alles auf dieser Welt machen. Nur damit sie lächelt. Und ich würde für diese Frau alles auf dieser Welt machen. Nur damit sie lächelt. Tammo hat heute keine Bilder bekommen. Er hat nur absolut süßes Zeug über seine Freundin erzählt. Phil hat ein paar Bilder bekommen, die waren aber nicht so schlimm wie vom nächsten Kandidaten. Denn es ist, ihr könnt es euch denken. Viel Glück, Digga. Viel Glück. Danke. Warte, wieso hat er kein Hemd an? Das ist doch ein offizielles Interview jetzt und kein Striptease, den er abziehen muss. Wie fühlt es sich an, hier so alleine zu sitzen? Ja, nicht so wie mit dem Wolfsrudel. Also war schon stabiler mit den Jungs so. Ach ja, wer kennt's nicht? Sein Wolfsrudel mit dem einen Löwen, der wie ein Löwe spricht. Auf jeden Fall muss das kleine Kalb Joshi jetzt alleine sprechen. Wollt ihr alle zugucken? Ja, ja. Oh mein Gott, was ist er? Ich hoffe, das war ein Spiel, ne? Ja, aber was ist dann das hier? War das ein Spiel? Nein, das war kein Spiel. Er hat sie einfach so an dem Abend, weil er es gerade geil fand. Wir haben festgestellt... Diggi! Josh! Tu das Kissen weg, Alter. Ja, der sieht mir doch ganz ähnlich. Was willst du jetzt, Mann? Als Umuts Foto vorm Schritt eines Typen gehalten wurde, da war er auch extrem gekränkt und Josh ist jetzt ein bisschen gekränkt. Uncool. Sieht noch besser aus. Ja. Uncool. Tja, und noch viel uncooler wird's, wenn seine Freundin jetzt plötzlich über einen Geilo-Verführer redet. Mit welchem Mann aus der Villa hättet ihr den besten Sex? Na klar, Kopfhörer raus, das möchte er nicht hören, aber seine Freundin kann die Bilder sehen, wo er... Ja, diese Bilder sind heftig, das tut erstmal weh auf den ersten Blick. Ich muss es erstmal verarbeiten, weil da schon krasse Szenen dabei waren. Aber wenn ich mir selber an die eigene Nase packe, muss ich halt sagen, so... Ich sehe mich ja auch so. Ja klar, seine und ihre Taten sind ja absolut vergleichbar. Sie hat in einem Spiel erwähnt, wen sie halt ziemlich attraktiv findet. Und er hat nicht in einem Spiel erwähnt und es öfter getan, ja, indem er eine Frau von hinten genommen hat. Mir ist mein Kissen heilig. Ich habe da eine halbe Stunde reingeweint wie ein 8-jähriges Kind, weil ich mich eröffnen will. Aber ja, er versucht jetzt abzulenken mit dieser Kissenszene, genau wie Umut damals. Einfach nur Dankbarkeit für die Zeit und diese ganze Reise, weil ich fühle gerade, extreme Gefühle. Eine Sekunde fühle ich. Fühlt er die neue Frau in seinem Schritt, weil er sie dahin gezogen und dann rumgerummelt hat? Nächste Sekunde fühle ich. Fühlt er dann, ja genau, er hat doch eine Freundin, aber er vergisst es schnell wieder, weil die Verführerin ja wieder da ist. Naja, aber du hast ja gerade die Kopfhörer rausgenommen, als es darum ging, und da hat sie gesprochen, mit wem sie am ehesten Sex hätte. Wahrscheinlich dann mein Schutzmechanismus. Er kann die Kopfhörer rausnehmen. Seine Freundin hat sich seine Szenen aber angeschaut und daran denkt er anscheinend nicht, dass das, was er macht, die Szenen, die er produziert, seine Freundin sehr verletzen werden. Was soll das, Mann? Das ist meine Frau und so. Und dann habe ich mich halt wieder zurückgenommen. Dazu musste ich einfach kurz chillen, weil ich bin auch nur ein Mensch so. Ja. Nur ein Mensch, das ist auf den ersten Blick klar ersichtlich. Er ist ein Mensch mit ganz dickem Urinstinkt. Man ist wirklich fröhlich, traurig, glücklich, besoffen und im Partymodus. Ja, vor allem besoffen. Und deswegen jetzt bitte einmal vom Teleprompter ablesen. Bitte sehr. Alter, ich vermisse Nasrin unfassbar krass. Gerade nach so Szenen möchte ich einfach sie drücken und sagen, yo, komm, lass uns mal hinsetzen, einfach Tacheles sprechen. Tacheles sprechen? Also will er ihr dann erzählen, dass er das getan hat, was 95% der Deutschen als Fremdgehen ansehen würden? Also warum soll ich mir das reinziehen? Das ist doch nicht gut für meinen Seelenfrieden. Ja nee, sein Seelenfrieden bedeutet, dauerbesoffen zu sein und eine Frau vor sich zu haben. Und ich habe einfach dieses Vertrauen in mir, so auch egal was ich sehe, solange ich nicht von ihr höre oder sehe, dass sie sich verliebt hat oder ein Zungenkuss oder irgendwas stattfindet, sie mich betrügt quasi. Das klingt ein bisschen so, als würde er versuchen, das Ganze umzudrehen. Als hätte er jetzt Angst, dass er gleich Szenen, schlimme Szenen von Nasrin zu Gesicht bekommt. Roberto 1A. Und während die Frauen Spaß haben, reflektiert Mu endlich einmal. Damals war ich halt schlimmer. Ach, noch schlimmer war er. Shit. Einfach nur dumm, ehrlich. Was denn? Wie kann man nur sein? Wie denn? Ja, so hieß früher. Man denkt, er wird richtig reflektieren. Er ist deep drin in seinen Gedanken. Aber nein, er flirtet nur mit Sandra. Er lernt halt einfach absolut gar nicht aus seinen Fehlern. Wird er wahrscheinlich auch nie tun, wenn er sie jetzt immer noch nicht kann. Und die Frauen, die haben weiterhin Spaß. Nein, Alter. Oh mein Gott.
Halt's Maul. Ach so, ja, die Frauen werden mal wieder spätabends zerstört. Mit einem Temptation, welches dann in Folge Nummer 10 auch wir zu sehen bekommen. Das sind halt viele Sachen, die sie noch nicht so weiß. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze noch ausgehen wird. Mu und Joss stehen wirklich an der Kippe, wenn in Folge Nummer 10, 11 und 12 das Finale, die großen letzten Lagerfeuer und auch die Temptation Dates nicht verpassen wollt, könnt ihr sehr gerne meinen Kanal hier oben kostenlos abonnieren. Da oben gibt's einmal Ex on the Beach, die zweite Folge, hier unten prominent getrennt die ganze Staffel. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, alles Liebe und ciao, ciao. Okay, sorry, und ich muss euch gerade den Sonnenuntergang hier zeigen. Wunderschön. Gute Nacht.